Mit Hansa Rostock unterwegs wird präsentiert von Fahrgastschifffahrt Streusloff, Ihr Anbieter Nummer 1 für wunderschöne Schiffstouren auf dem Salzhaff rund um Rerik. Hansa Rostock hier und dort, mit Hansa Rostock ziehen wir fort. Hansa Rostock here and there, Hansa Rostock everywhere. Probieren gerne. Ich habe es noch nie gemacht. Ich bin gespannt. Klar, ich habe es mal im Internet mal gesehen, wie das funktioniert. Aber ich habe es selber live noch nie gesehen und ich bin gespannt. Das ist natürlich das Wichtigste, wichtiger als alles andere. Ich bin glücklich, zufrieden. Meine Kind ist gesund, meine Frau geht's gut. Sie ist ja schon wieder schwanger, jetzt bekommt das zweite Kind, ein Junge. Ich bin glücklich, dass Sie an meiner Seite sind und ich hoffe, dass Sie auch sehr, sehr lange noch bei mir bleiben werden. Ja, total. Ich achte wirklich darauf. Ich gehe gerne shoppen. Ich kaufe gerne schöne Klamotten. Und ich glaube, den Jungs gefällt das sehr, sehr, wenn ich ausgefallene Klamotten trage. Ja, gehört dazu zum Sport, aber ich bin froh, wenn wirklich alles verheilt ist und ich endlich wieder kicken kann oder spielen kann, weil das waren schon viele Rückschläge, aber wie gesagt, es gehört leider dazu zum Sport. Ich war jetzt lange weg, war wieder, ich glaube, 4,5 Monate verletzt, knapp 5. Jetzt die ersten Wochen waren ein bisschen schwierig für den Körper, um sich daran zu gewöhnen, zum Training und die Belastung zu vertragen. Und jetzt bin ich langsam auf einem sehr, sehr guten Weg. Und jetzt gibt es nur noch ein Ziel und dass ich wieder spiele. Nicht unbedingt. Das war echt ein schöner Moment, glaube ich. War auch ein bisschen Glück dabei natürlich, aber war eine geile Sache. Hinten einfach nur noch raus. Und da kommt Dorda, Achtung, wow! Christian Dorda, erstes Tor für Hansa und gleich eins mit Erinnerungswert. Volles Risiko, volles Glück, was soll man da noch sagen? Am besten nichts. Mein damaliger Berater war selber bei dem Verein, hat selber da gespielt in Almelo. Auch ein alter Bekannter hier aus Rostock, der Piekenhagen war ja auch da. Es ist ein sehr kleiner, familiärer Club, super, super nette Leute. War eine schöne Phase, eine schöne Zeit in meiner Karriere. Auch eine relativ erfolgreiche Karriere, ich habe sehr, sehr viel gespielt, war relativ erfolgreich, war ein sehr, sehr guter Trainer, der auch mal hier war, hat auch mal hier gespielt, unter unserem jetzigen Coach, Peter Bosch heißt er, ist jetzt Trainer von Ajax Amsterdam. Und Utrecht war so eine gemischte Gefühle, war ein großer Club, viel Tradition, aber auch sehr, sehr viele Probleme zu dem Zeitpunkt. Hat relativ oft gespielt, aber war halt nur ein kurzes Engagement, knappe 6 Monate nur. Ja, und dann war die Zeit auch in Holland schon wieder vorbei. Ich spreche nicht so schlecht, würde ich fast behaupten. Ich spreche oft mit Melvin. Ich glaube, es hilft mir, wenn ich das, dass ich nicht alles vergesse. Das ist für mich echt eine neue Erfahrung. Ja, es ist eine neue Stadt. Es ist echt ein klein bisschen dasselbe, was ich in Deutschland, in Nürnberg. Es ist echt eine alte Stadt mit echt viel Charme und ja, es ist neu. Hallo liebe Hansa-Fans, jetzt stelle ich euch meine Traumelf vor. Und zwar, ich habe im Tor Ter Stegen natürlich, den kennt jeder. Weltklasse-Torhüter. Ich glaube, ich habe selten einen besseren Torhüter gesehen als ihn und deswegen gehört er natürlich für mich absolut in meine Traumelf. Aber in die Endverteidigung Mathieu Delpierre und Toni Janschke. Mit Delpierre habe ich noch in Holland zusammengespielt. War für mich ein unfassbar guter Spieler mit seiner Erfahrung, mit seiner Qualität. War ja wirklich zur damaligen Zeit in meiner Mannschaft wirklich eine Bereicherung. Auf der anderen Seite mit Toni Janschke, mit ihm habe ich noch in der Jugend zusammengespielt, ist jetzt etablierter Stammspieler bei Borussia Mönchengladbach, hat eine Riesenqualität, eine Ruhe am Ball und deswegen ist er für mich auch zu Recht in der Mannschaft. Dann habe ich auch in meiner Gladbacher Zeit einen Rechtsverteidiger, damals auch unter meinem alten Coach hat er ihn aus Tottenham oder so
zu uns geholt. Paul Cetteri ist für mich mit Abstand ein wichtiger Spieler. Ist für mich, ich glaube, ich habe noch nie eine größere Maschine gesehen als ihn. Und deswegen gehört er auch für mich absolut da rein. Links, ein Altbekannter, den kennen wir ja alle. Da habe ich mich hingestellt. Ja, ich kann ja nicht viel über mich jetzt selber sagen. Deswegen springe ich direkt auf die 6. Auch damals in Gladbach zusammengespielt. Galaschek, der hat damals, glaube ich, da haben wir noch in der Fünferkette gespielt. Ein super Fußballer und zu Recht mit einer riesen Karriere. Daneben habe ich aus meiner früheren Zeit aus Greuther Fürth Fürstner hingestellt. Er hat, glaube ich, einen großen Anteil zu dem Zeitpunkt gehabt, dass wir aufgestiegen sind in die Bundesliga. Und ja, deswegen gehört er dazu, zu meiner Elf. Und jetzt ein alter Bekannter natürlich aus Rostock, Oliver Neuville. Zu meiner Zeit in Gladbach war er so meine Leitfigur. Er hat mir viel beigebracht und viel Leid auch dazu gegeben, weil er damals, als er junger Spieler war, war er schon sehr, sehr streng und musste da einige Sachen für ihn erledigen. In der Offensive habe ich auf den Außenbeinpositionen habe ich Marin und Tobias Jenicke. Tobi ist für mich ein absoluter Vorzeigeprofi, ein Kämpfer von der Natur her und für mich in meiner Riesenqualität, deswegen gehört er auch zu Recht in die Elf. Und links Marco Marin, ich glaube, den kennt auch jeder, auch ehemaliger Nationalspieler und ich glaube auch, dass er wieder Nationalspieler wird von Deutschland. Super Spieler, braucht man nicht viel drüber sagen. Und im Sturm Marc Uth, mit ihm habe ich in Holland zusammengespielt, ist für mich ein super Stürmer und ich glaube, das zeigt er auch jetzt momentan in der Bundesliga. Und deswegen schließt er meine Traumelf ab.